Grosses angekündigt worden, seit gestern ist sie auf dem Markt. Die neue Single von der Linda Fee. Ja, Linda, schön, dass du da bist. Kinder der Zeit, so heisst dein neuer Titel. Was willst du damit aussagen? Kinder der Zeit ist ein Hommage an die Zeit, die wir alle nur beschränkt zur Verfügung haben. Und, ich habe in den letzten Jahren so viel Tolles erleben und ich habe auch in Zukunft noch Träume und Wünsche und ich finde, darum ist es wichtig, dass man immer wieder darauf hinweist und den Menschen sagt, hey, geniessen eure Zeit, die ihr habt, geniessen jeden Moment, jeden Augenblick und das ist so die Message von diesem Song. Wie hat sich dein Verhältnis zur Zeit verändert, seit du selber Mami bist? Oh, es hat sich gerade noch mal extrem verändert, seit fünf Monaten bald. ich merke noch mehr, wie wirklich ja, beschränkt unsere Zeit ist und ich nicht mehr für alles gleich viel Zeit habe. Also muss man sich wirklich genau überlegen, was mache ich jetzt, was mache ich wann. Also ich war vorher schon sehr organisiert und jetzt bin ich fast noch mehr organisiert, weil mit Kind noch, auch noch alles unter einen Hut zu bringen, da muss wirklich alles strukturiert und geplant sein und man muss sich einfach wieder einmal mehr überlegen, eben für was will man sich alles noch Zeit nehmen und was ist einem wirklich wichtig im Leben. Ist das etwas, was du heute bewusster machst, als vielleicht damals noch, als du Miss Schweiz warst? Auf jeden Fall. Also gell, auf meinem Weg jetzt in den letzten 10 Jahren, ich feiere ja im Herbst mein 10-jähriges Bühnenjubiläum. Also es ist doch auch schon 10 Jahre her und auch das ist natürlich wieder ein Grund, warum man nochmal schon Zeit, auch diese Zeit ist vergangen. Und ja, im Laufe dieser Zeit habe ich immer wieder mehr gemerkt oder immer wieder mehr zu mir selber gefunden, was will ich und was will ich nicht mehr. Und da wirst du schon immer selbstbewusster und auch älter natürlich, gell? Was willst du konkret nicht mehr? Es ist jetzt so schwierig, ein konkretes Beispiel zu nennen, aber man spürt sich einfach viel mehr. Und man kann einfach viel mehr einmal Nein sagen, wenn einem etwas nicht passt. Oder ja, wenn halt irgendetwas dann nicht mehr in die Agenda passt. Jetzt gerade mit meinem neuen Job als Mami, sage ich jetzt mal, und noch nach wie vor auf der Bühne stehen, kann ich vielleicht nicht mehr jeden Auftritt machen oder jede Anfrage annehmen, wo du vorher vielleicht mal noch gesagt hast, ja, ich komme mal oder ich mache dir mal noch einen speziellen Preis oder irgendetwas, einfach wo irgendwie noch, es geht einfach nicht mehr. Jeden Gefallen kannst du einfach nicht mehr machen, oder? Das meine ich mehr damit. Und dann muss man sich halt wie so ein bisschen sagen, okay, dorthin will ich und das will ich noch und das nicht mehr. Jetzt hast du gerade angesprochen, im Herbst 10-jähriges Bühnenjubiläum. Wie feierst du das? Das verrate ich jetzt noch nicht, aber die mir folgen auf Instagram und auf Facebook oder die vor allem im Linda Fanclub sind, der ist ja gratis, die werden das bald auch erfahren. Wir werden sicher schon bald ein Save the Date rauslassen für ein bestimmtes Datum im Herbst, wo wir das sicher feiern. Super, vielen Dank Linda und jetzt ganz einen guten Auftritt hier am Alpenland Musikfestival. Und ich möchte sagen, hey, ich freue mich riesig, bei dem letzten Alpenland Musikfestival dabei zu sein. Es ist mir eine Ehre, weil Familie Sepp und Jasmin Silberberger, das seit Jahren mich begleitet musikalisch. Eben gerade vor 10 Jahren in meinen Anfängen habe ich schon erste Möglichkeiten bekommen, um mit ihnen Veranstaltungen zu machen. Und es ist auch fast ein bisschen Family geworden mit ihnen, musikalische Family. Und jetzt nach dem 2018 wieder da beim letzten darf auf der Bühne stehen und mit diesen tollen Menschen hier zu feiern, das ist wirklich eine grosse Freude. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg für alles, was Sie weiterhin machen. Geniessen Sie, Linda. Danke vielmals für den kurzen Tag.